So, da sind wir wieder zurück in Stage 2. Castlevania Chorus of Mysteries. Ja, kann man gut trinken. Ja, wir trinken gerade Red Stack von Jim Beam. Ja, Red Stack, genau. Ach, der Flame Stack, Mega Man X2. Und ich probiere jetzt hier nochmal die zweite Stage aus. Wie gesagt, Blood Moon hätte ich von der Grafik her sehr gerne durchgespielt und von der Aufmachung her, hat aber leider, also wenn ihr es unbedingt, also wenn mir irgendwer sagen würde, ich bin ja schon froh über Kommentare, wenn ich unbedingt, dass ich das Spiel durchspiele, dann würde ich unglaubliche Nervensache auf mich nehmen, würde dann aber die Level zu oft versuchen, bis ich, also wenn mir einen Speicherstand einrichten und wenn das Ding vorbei ist, dann würde ich kein Continue wählen, sondern halt immer wieder diesen Spielstand anfangen, weil das geht so gar nicht, da habe ich keinen Nerv für. Wie gesagt, so, wenn es am Unvermögen liegen würde, dann sehe ich mal noch ein oder andere spielerische nicht mehr, aber das war einfach nur kostenlos. Ihr werdet diese Aufnahme nie sehen, mein Neffe sitzt neben mir, der kann bezeugen, dass es so war. So Arsch. Aber das sieht ja auch schon mal sehr schön aus. Vom Leveldesign her irgendwie schachbrettmäßig. Wo er die Grafik wohl hergenommen hat vom Chessmaster. Das war aber ein Trickser jetzt hier eben. Sind sie weg? Ich bin mir gar nicht sicher. Eigentlich ist das, glaube ich, für jemanden, der das zum ersten Mal macht, das Beste, was er haben kann, oder? Unverwundbarkeit. Vor allem, falls... Nee, ich weiß. Die beschützen einer... Die Duser hätte es nicht, wenn die jetzt hier angerauscht würden kommen. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Bitte nicht, bitte nicht. Nehmen an, hier ist kein Ventilator anfangen, nicht zu glitschen hier, du. Das andere Ding auch. Mir glitscht das Glas nicht jetzt aus der Hand, mir glitscht das Getränk in den Mund. Oh, hier, das ist super. Der Kuchen. Ganz runter, ne? Ja. Okay. Keine Medusa-Hex, bitte. Alter, das ist aber auch viel, oder? Nein, das will ich nicht. Ja Leute, was haltet ihr denn bis jetzt davon? Also, soweit gefällt mir eigentlich. Ich bin dafür, dass jetzt, weil das Ende des Levels ist und keine Schluchten mehr kommt. Was hat der denn da eben gemacht? Schade, ich kann natürlich wieder nicht. Und das könnte Endgegner sein. Ja.
aber den, auch den kriege ich drunter. Und sogar noch den Dreifachschub. Yippie-yay! Das Spiel gefällt mir schon mal gut. Es fügt sich meinem Willen. Ah ja, kämpfen übrigens nicht gegen Dracula, sondern gegen... Müssen wir mal drauf achten beim nächsten Mal. Toto Rox oder wie auch immer dieser Kollege heißt. So, und damit sind wir in Stage 3. Bis dann.